Ich bin jung. Du bist jung. Ja. Ich bin jung. Ich möchte nicht mehr dumm sein. Jung und dumm, das will ich nicht mehr sein. Und bist du gern älter geworden? Also bezeichnest du dich immer, manchmal als... Immer. Ich habe mich immer darüber gefreut, ein Jahr älter zu werden, weil ich das immer eine Bereicherung fand. Ich habe niemals damit gehadert, dass ich jetzt schon so alt bin. Sondern ich habe mir immer irgendwie gedacht, nee, wie toll, ich habe schon so viele Jahre leben dürfen. Das ist doch ganz großartig. Denkst du viel an früher? Nee. Ich bin im Heute, im Hier und im Jetzt. Und gibt es was, was du am Älterwerden schön findest? Also ich habe den Eindruck, dass du eben überhaupt keine Probleme mit dem Älterwerden hast. Also findest du irgendwas schöner als früher? Auch das ist wiederum eine Sache, dass ich im Heute, im Hier und im Jetzt bin und deswegen mir über Alter und Älterwerden gar keine Gedanken mache. Ich denke höchstens, wenn ich sage, Mensch, nächstes Jahr würde ich ganz gerne das oder das machen. Jetzt habe ich eine Riesenreise gebucht. Und die ist natürlich in der Zukunft. Die fängt am 28. Dezember an. Und da fahre ich 2 Monate lang alleine durch Australien und Neuseeland. Das ist schon eine mutige Sache. Und da habe ich mir gedacht, ich will nicht noch ein paar Jahre warten, weil ich mir gedacht habe, nee, das will ich jetzt machen. Unter anderem, weil ich bin ja 65, mit 70 kein Auto mehr mieten kann. Du hast Spaß daran, alleine zu verreisen? Das kannst du? Richtig, ganz alleine? Oder? Also ich habe das hin und wieder gemacht, aber natürlich nicht so lange. Ja. Also ja. Ich würde auch jetzt, wenn ich wüsste, dass ich in diesen 2 Monaten keinen einzigen Anlaufpunkt habe, wo Leute sind, die ich kenne, würde ich mit Sicherheit Probleme kriegen. Aber so habe ich allein in Neuseeland 4 Anlaufpunkte und in Australien auf alle Fälle schon mal 2. Ich hätte 3, aber die einen kenne ich nicht wirklich. Und somit habe ich schon mal so Ziele, die ich ansteuere. Das ist doch ganz schön. Ja, ja. Und dazwischen, ja, denke ich, werde ich ganz viele Menschen kennenlernen. Ich gehe in B&Bs oder in Airbnbs oder ich gehe in ein Hostel und da lernst du ja schon automatisch Leute kennen. Ja. Und du sprichst auch, ja, du hast ja damit gar kein Problem. Du sprichst Englisch. Auch fremde Leute an und so. Ja, nee, da habe ich überhaupt kein Problem. Ja, 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 ja. Ich bin gern alleine, aber ich bin auch sehr kommunikativ. Du bist gern alleine? Ja. Naja, ich habe ja in diesem Sinne eigentlich niemals wirklich, also bis auf ganz, ganz früher mit Herbert, mit einem Mann zusammengelebt. Ich habe ja auch mit meinem Ehemann, haben wir 2 Wohnsitze gehabt. Nein! Ja. Da waren 560 Kilometer dazwischen. Was? Ja, ja, der war in Nordhessen und hat dort die Fabrik seiner Eltern übernommen. Und der Feuerstein, ja. Ja? Ja. Ach. Und ich war in München. Und ich bin mal für Wochen dahin gefahren. Ja. Oder er war mal eine Woche in München. Aber es war nicht so, dass wir ununterbrochen aufeinander geklebt haben.